Ja, hallo und Glück auf zum Schalke Talk. Nach dem Spiel, nach dem letzten Heimspiel in dieser Saison des FC Schalke 04 gegen Hansa Rostock. Irgendwie habe ich so heute einen gefühlten Saisonabschluss in mir, wo ja noch ein Spiel ist. Ja, bisschen emotional bin ich heute drauf. Und Norbert, du bist heute nach dem Talk auch wieder bereit. Norbert, erstmal hallo und Glück auf. Bist du auch emotional geladen? Ein bisschen. Hallo und Glück auf, René. Ja, natürlich, denke ich. Ich bin auch ein wenig emotional geladen. Solche Abschiede wie heute von Simon Terodde, Benni Latzer und auch Gerald Asamoah. Also den kenne ich seit 25 Jahren von seinem ersten Tag, an dem er hier auf Schalke ankam. Habe ich ja seine Laufbahn verfolgen dürfen mit vielen Höhen, mit ein paar Tiefen, mit persönlichem Kontakt. Dann gab es auch mal Knatsch und wie auch immer. Das gehört alles dazu, alles in Ordnung. Aber natürlich bewegt einen sowas. Ich muss aber zugeben, ich war schon vor dem Spiel emotional bewegt, weil als ich ins Stadion gefahren bin aus Gelsenkirchen gekommen, die Kurt-Schumacher-Straße hoch. Und da habe ich schon gedacht, also super Wetter. Und die Leute alle super drauf. Ich habe festgestellt, die Autoscheiben waren runtergedreht. Ich hörte nur Schalke-Lieder, Blau und Weiß, wie lieb ich dich. Und da habe ich gedacht, ja, da siehst du mal, wie schnell Schalke-Fans so eine Saison auch im Grunde wieder verzeihen können. Wie gut die dann einfach drauf sind, wie die sich freuen, dass man da dem Tod in Anführungsstrichen nochmal von der Schippe gesprungen ist. Und wie einfach die Hoffnung jetzt auf eine bessere neue Saison auch dann so schnell wieder lebt. Der Quatscher, also Dirk Große Schulte-Beckmann, hat mir nach dem Spiel auch gesagt, das ist wieder mein Schalke. Er hatte quasi genau die gleichen Empfindungen. Die Menschen haben gejubelt, die waren gut drauf. Also ja, es ist schon erstaunlich, ne, was ein Klassenerhalt, das mindeste Ziel, das Minimalziel schlechthin, was man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hat zum Start der Saison. Aber das ist gelungen und seitdem ist alles irgendwie wieder besser. Heute 7. Spiel. Ohne Niederlage, muss man ja auch sagen. Und ja, das gibt natürlich Grund zur Hoffnung, dass jetzt alles irgendwie besser wird. Wir haben noch ein Spiel gegen Greuther Fürth, das wollen wir nicht vernachlässigen. Und der Tabellenplatz jetzt, wenn ich da drauf gucke, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass wir vor 2 Wochen noch gezittert haben, dass wir absteigen. Jetzt Top 10 momentan und mit 12 Punkten, glaube ich, Abstand auf Rostock. Ist schon Wahnsinn, ne? Also, wie sich das dann doch noch entwickelt hat. Also, einmal durchatmen, Tränen abtrocknen und ja, sollen wir übers Spiel sprechen. Wir hatten heute, na, Rostock hatte ich nicht das Gefühl, dass die heute wissen, um was es überhaupt geht. Und da habe ich sofort auch das mit Schalke verknüpft und habe gesagt, du kannst, wahrscheinlich stecken die genau in den gleichen Schlamassel wie Schalke auch, wo die versucht haben, auswärts irgendwie was zu machen, aber dann immer kläglich gescheitert sind. Hattest du auch das Gefühl, dass die zwar wollten, aber konnten einfach nicht, weil sie blockiert waren. Ja, nicht unbedingt. Also ich hatte genau wie du den Eindruck, dass sie wollten und dass sie nicht konnten. Das ist ja auch ein Spiegelbild dessen, wo sie in der Tabelle stehen. Also das ist ja, ich sage mal, Ursache und Wirkung. Also das hat ja schon seine Gründe, warum sie jetzt einen Spieltag vor Schluss ja, jetzt doch ganz stark um den Klassenerhalt bangen müssen. Und jetzt auf Braunschweiger Schützenhilfe gegen Wiesbaden angewiesen sind, weil sie können halt dann einfach unterm Strich nicht mehr, auch wenn sie wollen. Bei Schalke, wenn wir den Vergleich nehmen wollen, da hatte man ja schon immer eine Ahnung, dass die eigentlich mehr können müssten. Deswegen sehe ich da jetzt schon so ein bisschen Unterschied zwischen dem Rostocker Auftritt heute auf Schalke und vielen Schalke Auswärtsspielen in dieser Saison. Also ich hatte schon den Eindruck, dass Rostock gerade in der ersten Halbzeit, dass die sich richtig reingehauen haben, dass die ihre letzte Chance nutzen wollen. Die hatten ja auch die erste große Chance des Spiels in der 7. Minute, als Müller super gehalten hat. Dann Prügeln, ne? kam noch mal ein paar Mal relativ dem Tor gefährlich. Gab ja auch viele, viele turbulente Szenen. Denk an die Rudelbildung, wo sich in letzter Instanz Marius Müller dann ja sogar noch eingeschaltet hat. Also hitzig war es schon. Also ich finde, Rostock hat schon für eine Atmosphäre gesorgt, dass Schalke eben nicht entspannt durchatmen
konnte und sich auf so einen lauen Sommerfußballkick einstellen konnte. Also auch Schalke musste richtig was tun. Aber, und da stimme ich dir dann natürlich hundertprozentig zu, du siehst dann natürlich schon Unterschiede dann auch zwischen solchen Mannschaften, wie sie ihre Torchancen nutzen. Schalke hat im Grunde in der ersten Halbzeit zwei Chancen gehabt, machen zwei Tore. Und das zweite Tor war für Rostock natürlich schon so ein bisschen so ein kleiner Genickschlag. Das hat der Rostocker Trainer ja auch gesagt. Wir müssen dieses 1-1 müssen wir mit in die Kabine nehmen, weil wenn Schalke dann führt hier in diesem Stadion, in unserer Situation, dann spielt das Schalke natürlich in die Karten. Und in der zweiten Halbzeit war es dann ja wirklich so ein Spiel, wo du gesehen hast, die Rostocker sind ja teilweise mit zwei Stürmern sogar vorne geblieben. Die sind überhaupt gar nicht mehr zurückgekommen, weil sie Schalke sofort dann im Spielaufbau stören wollten. Das gibt dann natürlich Lücken für Schalke im Mittelfeld, freie Plätze, weil die Rostocker wollten und mussten hier gewinnen. Die wären ja mit dem Punkt auch nicht besonders glücklich gewesen. Und dann hat Schalke das natürlich immer mehr im Griff gehabt, gerade nach dem Platzverweis in der 71. Minute dann. Und danach gab es ja dann innerhalb von 3 Minuten auch noch drei richtig fette Chancen für Schalke, wo man ja den Deckel dann schon hätte drauf machen können. Ja, auf den Chancenzettel habe ich gar nicht so geguckt. Du hast recht. Die erste Halbzeit hat auch, glaube ich, Cheftrainer Karl Gerrards gesagt nach dem Spiel, dass er mit der Einstellung der ersten Halbzeit von seiner Ja. Mannschaft nicht ganz zufrieden war, aber dann in der zweiten Halbzeit das dann doch besser funktioniert hat. Ja, ich habe nur gehört, Damian Rosbach von Hansa Rostock, der war nach dem Spiel zum Interview bei, ich glaube, bei der ARD. Aber das hat mich, glaube ich, so gecatcht und vergleichbar war das so mit Schalke nach den Niederlagen auswärts. Er war total gefrustet und hat die Worte nicht richtig finden können. Im Endeffekt kam dabei raus, morgen muss ich auf meiner ich sag jetzt nicht genau das, aber gesagt, verkackten Couch sitzen und darauf hoffen, dass Wiesbaden nicht gewinnt. Also das ist schon sehr frustrierend und hat mich dann immer wieder an die alten Zeiten erinnert. Und die möchte ich lange nicht mehr erleben. Also das war wirklich eine aufregende und aufreibende Saison. Ja. Wollen wir nochmal zu den Menschen kommen, die Schalke verlassen werden und vielleicht auch über Menschen sprechen, Spieler sprechen, die heute nicht verabschiedet worden sind, aber wo es vielleicht auch klar ist, dass sie gehen. Ja, Simon Terodde, du hast gerade Asamoah schon ausführlich erklärt, du kennst ihn von Anfang an, hast viel mit ihm erlebt. Simon Terodde, so ein Typ wie Simon, den wirst du lange oder wahrscheinlich sehr lange nicht mehr auf Schalke erleben und kennenlernen dürfen. Oder lehne ich mich da zu weit Ja, raus? nein, glaube ich nicht. Also Simon Terodde ist schon ein Ausrufezeichen in diesem Sport, in diesem Business und jetzt auch mal völlig unabhängig von den vielen Toren, die er ja gemacht hat. Ich sage mal, die 30 Tore in der Schalke Aufstiegssaison, die kann ihm keiner mehr nehmen. Eine fantastische Leistung. Und für mich war Simon Terodde auch immer so ein bisschen, als er verpflichtet wurde, ein ganz klares Signal wieder in Richtung nach vorne gucken, in Richtung Wiederaufstieg. Denn einen Simon Terodde, den holst du nicht, um irgendwo in der zweiten Liga um Platz 10 oder 12 mitzuspielen. Und denken wir mal 3 Jahre zurück, das ist ja alles noch gar nicht so lange her. Also Schalke war ja in einem fürchterlichen Stimmungstief nach dem Abstieg 2021 aus der ersten Liga. Da gab es dann ja diese Horrorszenarien. Man war ja auf die zweite Liga gar nicht vorbereitet. Es gab ja die Horrorszenarien, direkter Durchmarsch in die dritte Liga, weil schon absehbar war, dass man den alten Kader in Anführungsstrichen entsorgen müsste, weil man das Geld einfach nicht mehr hatte für die teuren Spieler und gleichzeitig eine völlig neue Mannschaft aufzubauen. Und da war Simon Terodde mit Danny Latzer der erste Spieler, der verpflichtet wurde. Und das war ja kein Irgendwer, dieser Simon Terodde. Der hat ja vorher beim HSV gespielt, hatte auch ordentlich geknipst, ist mit denen aber nicht aufgestiegen. Das heißt, du hast im Grunde auch indirekt den HSV dann eigentlich auch schon direkt mal wieder geschwächt. Also, du hast den Aufstiegskonkurrenten dann noch erstmal geschwächt, hast Terodde geholt. Er hat hier super funktioniert. Super Idee von Peter Knebel, finde ich, kommt immer viel zu kurz, dass man dann auch mal die Leute lobt, die man dann hier mehr oder weniger irgendwann mal vom Hof gejagt hat. Aber das war Peter Knebel, der Latzer und Terodde geholt hat. Denkt dran, es gab ein paar Wochen oder ein paar Tage vorher die fürchterlichen Abstiegsszenen rund um die Arena, diese Jagdszenen. Und da hat man ja schon gedacht, meine Güte, also
wenn potenzielle Neuzugänge das sehen, es kommt doch keiner mehr hier nach Schalke. Die haben doch keinen Bock drauf, sich da ums eigene Stadion jagen zu lassen, wenn was schief geht. So, und dann kam Latzer, dann kam Simon Terodde. Und naja, über die erste Terodde-Saison haben wir gesprochen. Ich hätte es ihm sehr in der ersten Liga gegönnt, wenn er auf Schalke noch mehr getroffen hätte, aber irgendwie war die Saison für ihn dann auch so ein bisschen verkorkst, unvergessen die beiden verschossenen Elfmeter gegen Wolfsburg. Das war für mich so ein Symbolspiel im Grunde für Simon Terodde in der ersten Liga. Dass er weniger Tore machen würde als deutlich weniger als in der zweiten Liga, muss jeder mit klarem Fußball-Sachverstand erkennen, weil Schalke dann einfach nicht mehr so oft im Strafraum ist als in der zweiten Liga und der Strafraum ist nun mal sein Revier. Und in dieser Saison, okay, da hat ihn Kenan Karaman als Torgarant so ein bisschen den Rang abgelaufen. Simon steht, glaube ich, jetzt bei 5 Toren, hätte heute ja noch ein sechstes machen können, in der 79. Minute. Aber ich glaube, der Wert für Simon Terodde, für die Mannschaft, der ist auch ohne Tore, wenn man mal von seiner Torbilanz absieht, gar nicht hoch genug zu messen. Karel Gerards hat es ja gestern gesagt, gerade in schwierigen Zeiten, als es große Probleme gab, und die gab es ja auf Schalke dieses Jahr, da wäre Simon als echter Kapitän vorangegangen. Und naja, insofern freue ich mich für ihn total, dass er jetzt ganz zufrieden mit dem Abstieg jetzt auch mit dem Nichtabstieg seine Schuhe an den Nagel hängen kann, weil ich glaube, das hätte wirklich an ihm gezerrt, wenn er jetzt in seiner Vita stehen gehabt hätte, dass er der Kapitän der ersten Schalke Abstiegsmannschaft in die dritte Liga war. Also ich glaube, dann hätte der fast noch, so wahnsinnig wie der ist, hätte der fast noch ein Jahr dran gehangen. Jetzt sind ja viele sehr traurig, dass er geht. Und es gab ja diese Vertragskonstellation, die nie so ganz eindeutig war, aber irgendwie Option auf 3 Jahre und er selbst kann entscheiden, ob und wie er das macht. Dass er jetzt seine Fußballschuhe in den Nagel hängt, heißt aber nicht, auch wenn wir vielleicht dann doch schon eher davon ausgehen müssen, dass er Schalke komplett verlassen wird, heißt aber nicht, dass nicht doch noch Optionen sind, dass er vielleicht dem Verein irgendwie erhalten bleibt, oder? Ja, nach unseren Informationen, und das wird ja auch immer so publiziert, hätte er also jetzt im Grunde selber entscheiden können, ob er noch ein Jahr dranhängt oder nicht. Und sofern er sich dann eben entscheidet, das nicht zu tun, ja, war ja immer die Rede davon, dass er einen Anschlussvertrag auf Schalke hat, in welcher Funktion auch immer. Jetzt drucksen ja beide irgendwie so ein bisschen rum. Für mich ist das noch nicht so richtig klar. Matthias Tillmann und Marc Wilmots haben gesagt, für Simon steht bei uns immer eine Tür offen. Und Simon Terodde spricht aber immer nur davon, dass man ihn im Fußballgeschäft wiedersehen wird. Also dass er so fußballverrückt ist, dass er also da irgendwie schon wieder auftauchen wird. Dass er aber jetzt die Dinge erstmal sacken lassen möchte, um einfach auch jetzt mal in Ruhe Urlaub mit seiner Familie zu machen. Er freut sich auf die Sommerferien mit seinen Kindern. Sei ihm auch alles gegönnt, und ich vermute mal, dass die letzten Gespräche da auch noch nicht geführt worden sind, dass er vielleicht jetzt auch erstmal abwartet, was hätte Schalke da überhaupt für mich für einen Job? Ist das überhaupt irgendwas, wo ich mich sehe, oder will ich vielleicht auch abseits von Schalke mein Glück irgendwie woanders versuchen? Er ist ja auch nicht mit Schalke fest verwachsen. Ich glaube schon, dass er die 3 Jahre hier total genossen hat, gerade heute auch nochmal. Aber der hat ja auch bei vielen anderen Vereinen gespielt. Das heißt, er ist ja nicht so mit Schalke verwurzelt, dass er sich ein Leben abseits von Schalke nicht vorstellen kann. Wenn du dir die ganzen Vereine anguckst, die er in seiner Vita stehen hat. Also ich denke mal, er wird selber für sich jetzt erstmal in Ruhe überlegen, wie es weitergeht. Und dann werden wir irgendwann mal eine Entscheidung bekommen. Papa Terodde war ja immer fleißig bei öffentlichen Trainingen dabei. Ja. Also die Familie wohnt ja nicht unweit weg, ne? Das ist ja Ja. alles in der Nähe. Also warten wir ab, das wird spannend. Vor einem Jahr war es ja auch so, ne? Da hat Simon Terodde gesagt, da wird nichts mehr, er wird nicht weiterspielen für den FC Schalke 04. Vertrag wurde nicht verlängert und dann gab es ja dann doch eine irre Wendung. Ich erinnere mich noch, Ja. den Aber Fall noch sehr gut. also die sportliche Rückkehr, also die Rückkehr auf dem Platz, da lese ich mir Ja, jetzt mal die fest, ist aber aus. die Ja. schließe ich jetzt mal aus. Ich kann mir bei Simon sogar vorstellen, weil das ist ja ein Typ, den hast du ja in jeder Truppe gerne dabei, dass der irgendwo, weiß ich nicht,
Klassen, paar Klassen tiefer oder von mir aus in irgendeine Hobbytruppe auch nochmal wieder seine Schuhe anzieht, weil der einfach Bock hat zu spielen, weil der einfach Bock hat, in der Kabine zu sitzen und dummes Zeug hinterher zu quasseln. Das ist ja das, was vielen Fußballern hinterher am meisten fehlt. Ich überlege ja fast schon, ihn für unsere Freitags-Hobbytruppe mal anzusprechen, aber ich glaube, er wohnt in Düsseldorf, ne? Naja, gut. Das wird ihn nicht viel ausmachen, die paar Meter mit dem Auto hier hochzufahren. Und er wäre sogar einer der jüngsten, René. Ja, Ja, das glaube ich, guck mal. das glaube ich. Wenn Und das kein Argument ist. lass uns doch noch auch über Danny Latzer ein paar Worte verlieren. Ist ein bisschen untergegangen, ne? Hat jetzt nicht Ja, gespielt, hat nicht die leider, große ja. Rolle gespielt und hat Ja. auch so ein bisschen, ja, so einen kleinen negativen Touch auch abbekommen. Wurde oft als Meckerer auch mit in die Gruppe reingestellt. So wie er heute reagiert hat, so wie er heute diesen Abschied irgendwie verarbeitet hat, vorm Spiel und auch danach, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Also der ist ja ein Gelsenkirchener Junge. Das ist ja schon mal ein Fakt. Und das tut dem, glaube ich, auch weh. Aber ich glaube, bei ihm ist noch nicht ganz, der Fußballschuh wird nicht an den Nagel gegangen. Der, glaube ich, will noch ein bisschen was kicken, ne? Danny Latzer hält es übrigens wesentlich näher zu uns in der Halle. Die ist fast um die Ja, Ecke. Ist ja Ücken, gebürtiger Ückendorfer. Nee, Ückendorfer, ja. aber jetzt Spaß beiseite. Nee, also da er klang ja auch direkt nach dem Spiel so, dass er sich das, also da ist die Entscheidung noch nicht gefallen. Und ich glaube, er ist 34 Jahre alt. Und wenn er sich fit fühlt, was natürlich gerade bei ihm ganz besonders wichtig ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass er noch mal zu einem anderen Verein geht. Aber da siehst du, wie unterschiedlich zwei solche Karrieren dann verlaufen können. Latzer und Terodde kamen ja im Grunde fast zum gleichen Zeitpunkt nach Schalke, beide große Hoffnungsträger. Latzer Kapitän, verletzt sich aber direkt im ersten Spiel, wenn du dich noch erinnerst, gegen den HSV, Ja. so schwer, dass er, ich glaube, monatelang dann ausgefallen ist. Und ich glaube, so richtig erholt hat er sich eigentlich die ganze Zeit davon nicht. Und ich unterstelle ihm schon mal, dass er alles versucht hat, dass er auch sehr ehrgeizig war, dass er sich schon vorgenommen hat, dann im zweiten und dritten Jahr noch mal wieder richtig anzugreifen. Aber es hat im Grunde nicht so richtig funktioniert. Simon Terodde macht in seinem ersten Spiel gegen den HSV sofort ein Tor. Das Spiel haben sie zwar verloren, aber Terodde hat sein Tor gemacht, ist also direkt angekommen. Und dann sind die beiden ja wirklich, die haben sich ja, was den sportlichen Wert oder ihre sportliche Entwicklung betrifft, völlig dann auseinander entwickelt. Wenn wir ganz ehrlich sind, und da sage ich bei allem Respekt, Danny Latzer hat ja im Grunde dann auch wirklich keine Rolle mehr gespielt. Ich glaube, der letzte Einsatz war gegen Hertha BSC auswärts. Ja, da hat man so ehrlich wird er auch selber sein. Da hat man einfach gesehen, zumindest in der Form von diesem Spiel, war er dann einfach drüber weg. Und da konnte ich das schon verstehen, dass er danach auch, ich glaube, dann ja bis auf heute die letzten Minuten dann eigentlich auch gar nicht mehr gespielt hat. Fand ich übrigens eine super Geste, wenn wir bei Emotionen sind, von Gerards ihn zu bringen und dann die übergestreifte Kapitänsbinde Simon Terodde zu Danny Latzer, das sind natürlich Gesten, die vergisst man so als Zuschauer dann auch so schnell nicht. Jetzt haben wir so lange über die beiden schon, und das ist auch jedes Wort, ist es auch wert, gesprochen zu werden über die beiden. Aber ich habe ja im Vorfeld schon gesagt, wer geht denn noch? Ist das nicht ein schönes Thema, wenn wir das für den kommenden Podcast mal uns quasi zu Gemüte führen und einfach mal drüber sprechen, was wird denn jetzt noch alles passieren? Ich habe zum Beispiel heute in Thomas Aurean gesehen, der hatte auch Tränen in den Augen. Ne? Also ist das ein Zeichen dafür, ich möchte unbedingt bleiben, aber darf nicht. Und ja, kann man ja alles mal so ein bisschen auseinander bröckeln und mal gucken. Ja, wir können jetzt auch nicht nur in die Glaskugel gucken und werden nicht sehen, was passieren wird. Wir können es auch nur überraschen lassen. Aber so ein paar Mutmaßungen können wir ja loslassen für den Podcast in der kommenden Woche. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Wobei im Grunde es ist, wie du sagst, ich glaube, viele Entscheidungen stehen da noch gar nicht fest. Ove Jahn ist da, Ja. glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Er hat ja gesagt, in dieser Woche wird es Gespräche geben.
Und naja, dann wird man sehen. Also Aber ich. jetzt mal auch unabhängig davon, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, in den letzten Spielen war er doch wieder der Thomas Ojan. Da wollte ich gerade drauf hinaus. Also ich würde, also leichtfertig würde ich Thomas Ovejan nicht einfach so gehen lassen. Hängt natürlich immer davon ab, wie du dich verständigst mit dem Spieler, wirst du dir einig über möglicherweise noch mal einen neuen Vertrag. Aber er war ja dann schon am Schluss wieder fast so ein bisschen der alte Ovejan, den wir relativ lange vermisst haben. Also da gilt natürlich, den nur gehen lassen, wenn du für diese Position glaubst, einen besseren zu haben. Jetzt haben wir schon wieder in die Tiefe gegraben, aber wir lassen das für den nächsten Podcast. Norbert, danke dir für deine Zeit. Letzte Heimspiel. Wir haben noch ein Spiel vor der Brust. Werden natürlich auch in der kommenden Woche berichten. Greuther Fürth. Ich glaube, Platz 10 ist jetzt tatsächlich das Endziel. Mehr geht nicht. Aber das wäre auch schön, wenn man das halten könnte. Also auch da nochmal Volldampf voraus. Und wir werden natürlich berichten und werden uns hören und sehen. Und ich freue mich dann auf den nächsten Podcast. Ja, freue mich auch. Es geht ja auch noch um Fernsehgelder, nicht vergessen. Also mit jedem Platz, Absolut richtig. den du gut machst, da geht es ja dann auch immer noch um, ich glaube, um ein paar hunderttausend Mark. Und ganz wichtig, René, zum Abschluss, Mark. ganz wichtig, nicht auf Platz 15 landen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch möglich ist, weil Ich glaube Schalke nicht. im Amateurtopf bei der Pokalauslosung, das wäre für mich der mentale Tiefpunkt. Viele Grüße nach Braunschweig, ne? Die hat es, glaube ich, beim letzten Mal getroffen. Die Richtig, genau. stehen kurioserweise auf Platz 15 gerade. Ja, und die hat Also. Schalke natürlich sofort gezogen. Absolut. Wenn ich jetzt mal gucke, Kaiserslautern hat 36 Punkte, die könnten morgen nur abfallen, weil Braunschweig noch spielt. Also das wird nichts mehr. Da ist Schalke durch. Die können maximal Sehr noch gut. auf Platz 12 runterfallen. Oder Sehr wenn ich das gut. jetzt richtig habe. Ja, also da sind wir in sicheren Fahrwassern. So. Okay, dann vielen Dank und Danke dir ja, auch. wir hören und sehen uns und danke fürs Zusehen und Zuhören. Danke und Glück auf. Glück auf René, tschüss.